Premiere am Werdenberger See, zum zweiten Mal am See, nach Traviata, jetzt die Oper Carmen. Und sie sind alle gekommen, die Magistrate aus St. Gallen, aus Liechtenstein und viele regionale Politiker. Endlich wieder ein bisschen Normalität. Allerdings nur dank einem sehr ausgeklügelten Schutzkonzept vom schweizerisch Verantwortlichen, vom Jörg Gantenbey. Und natürlich auch grossen Investitionen in Tribünen und Bühnenbau. Aber es ist geraten. Der Kuno Bund, Regisseur, aber eigentlich ist er viel mehr. Er hat dem Werdenberg unmittelbar vor seinem eigenen Haus eine Seebühne beschert. Ob Kindheitstraum oder nicht, ich weiß es nicht. Ideen jedenfalls hat er immer wieder neu. Das sprudelt bei seinen Produktionen einmal nur so. Und das fasziniert die Leute. Ich kann mich an meine Jugend erinnern, da habe ich viele Winnetou-Filme geschaut. Und da ist mir ein Indianerkampf in Erinnerung geblieben. Die haben mit dem Messer gekämpft an einem Seil. Also werdet ihr hier die Distanzregeln eingehalten sehen, weil sie mit meinem Schal zwischen hinein diesen Abstand halten müssen. Dieses Konzept, das lässt Möglichkeiten zu, dass man in Teams arbeitet. Es hat allerdings das Risiko, wenn bei diesem Team etwas passiert, dann ist das ganze Team weg, nicht nur eine oder zwei Personen. Also mit diesen Risikos mussten wir eingehen. Aber ich muss sagen, es haben auch die Mitwirkenden sehr mitgeholfen. Also wir haben ganz viel Desinfektionsmittel gebraucht. Und es war für sie so eine Art kleine Quarantäne. Sie kamen an die Probe und gingen wieder nach Hause, kamen wieder an die Probe und gingen wieder nach Hause. Barbesuche und etc. waren strikt verboten von uns und daran haben sich eigentlich alle gehalten. Und wenn wir hier die Anlage sehen, dann sehen wir, dass alle Funktionäre eigentlich getrennt sind. Das Publikum ist getrennt, hat keinen Kontakt mit den Schauspielerinnen, Sängerinnen und Sängern. Das Orchester ist ein separater Block, hat keinen Kontakt mit Schauspielerinnen, Sängerinnen und Sängern. Und so glauben wir, dass wir tatsächlich auch eine sichere Inszenierung bieten können. Ein großes Vergnügen hoffe ich, dass es für euch ist. Und was mir besonders wichtig war an dieser Inszenierung ist, dass man auch lachen kann. Nach dieser Zeit, ich wohne da drüben und war lange eingesperrt, nach dieser Zeit muss man endlich wieder mal lachen können. Und darum werdet ihr in dieser Oper sehen, ich sage sogar, es ist nicht eine Carmen, wie man sie sonst sieht oder erwartet, ihr werdet auch wirklich lachen können. Trotz schwieriger Probenarbeit, eben wegen Covid-19, die Premiere ist hervorragend angekommen. Die Carmen 20 auf der Seebühne Werdenberg ist eine Inszenierung mit viel Charme, Ideenreichtum, Überraschungen und wunderschönen Stimmungen, einfallsreich inszeniert und feinfühlig ins richtige Licht gesetzt. Vom Feinsten, was die Oper Carmen hergibt. Ein Gemeinschaftswerk von ganz vielen engagierten Leuten, die zu einem eingeschworenen Team zusammengewachsen sind. Covid-19 zum Trotz. Carmen auf der Seebühne Werdenberg mit kein Tipp, ganz eindeutig. Da geht die Zeit von 3 Stunden inklusive Pause vorbei wie im Flug. Der Applaus spricht ja für sich.